Ja, hier kommt es wieder auf perfektes Timing an, wie üblich, und auf auswendig lernen. Der Routen. Von den Wachen. Was ziemlich mühsam sein kann, weil man sich mehr oder weniger von Wache zu Wache vortasten muss. Und wenn es schief geht, muss man wieder laden und alles von vorn. Aber man wird belohnt mit einem ziemlich coolen Schleichgang, wenn es einem gelingen sollte. Ah! Hätte mich der bald gesehen. So, hier triggert es eine Dialogsequenz zum Glück, weil sonst wäre ich da nie reingekommen. Tja, irgendwie geht den Bossen die Düse. Die Düse. Mir geht gleich das Messer in der Hose auf. Scheiße, dann muss es ernst sein. Nee, es ist Helmut. Also, zurück an die Arbeit. Na dann, bis später. Ja, zurück an die Arbeit. Ah! Ja, von hinten kommt schon wieder. So, das sind die Backup-Systeme, die ich hier deaktiviert habe. Auch recht. Jetzt müssen wir nur noch den Mühleneingang finden. Der wäre zwar gleich da drüben ums Eck. Das Problem ist halt nur, der wird ziemlich heftig bewacht, dieser Eingang. Um da vorbei zu gelangen, müsste ich den, der da bei der Hütte steht, ablenken, ohne den, der bei dem Schrank steht, abzulenken. Weil wenn beide in dieselbe Richtung schauen, wird's nichts mit dem Vorbeischleichen. Das ist das Problem und das geht eigentlich kaum. Ich hab's ein Dutzend Mal probiert, es ist mir nicht gelungen, weil da drinnen patrouilliert nämlich auch noch einer. Und da müsste man das Timing so hinbekommen, dass alle drei abgelenkt sind. Im Grunde kommt noch ein vierter dazu, nämlich der dann da vorne steht. Ab und an. So, den muss ich abwarten. Wenn sich der umdreht, kommt dann der andere davor zu diesem Generator. Und fängt an rumzuhämmern. Wenn sich der duckt, dann wagen wir es. Also, sonst stehen oder hocken wir noch bis zum jüngsten Tag hier. Oder länger. So, jetzt. Jetzt oder nie. Hier steht zwar Achtung Klapperschlangen, aber ich habe bisher noch keine begegnet. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Okay. Jetzt müssen wir nur noch auf den da aufpassen. Ich weiß nicht, wo der dahin marschiert. Der bleibt doch eh da stehen, oder? Ja. Okay. Dann schleichen wir uns auf demselben Weg raus, wie wir reingekommen sind. Und eigenartigerweise sieht uns hier keiner, obwohl man hier eigentlich ziemlich sichtbar sein müsste. Aber es kümmert die nicht, wenn da draußen wer rumschleicht. Das ist nicht mehr ihr Territorium. So, wir müssen ganz außenrum sozusagen. Da hilft nichts. Wow, jetzt ist da noch einer. Wo sind denn die alle, Mensch? Der Wahnsinn. Lass mich. Alles sehr knapp. Eigentlich müsste der irgendwann mal Leine ziehen, oder? Ja. Und zwar genau dann, wenn sich der da umdreht. Der schaut dann da aus dem Fenster raus. Das Rindvieh. Aber wenn ich mich da ganz rechts halte, sollte es gehen. Und ich könnte zu dem dahin schleichen. Der macht eine Rauchpause und patrouilliert dann innerhalb des Gebäudes. Was ziemlich nervig ist.
Los, geh schon. Ja, jetzt dreht er sich um. Schleichen wir ihm einfach hinterher. Als wäre nix. So, der geht jetzt dann hier einfach nur im Kreis. Einfach so. So, da drin ist nämlich auch einer. Auf den muss ich auch aufpassen. Wenn er da vorbeigeht, sieht er uns nicht. Aber der da. Schau mal. Der bleibt da drinnen stehen. Und jetzt kommt der noch da an. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Allerdings steht der einfach so rum da drin. Keine Ahnung. Jetzt geht er raus, aber jetzt dreht sich dann der wieder um. Oh, sollte es gehen. Wir schleichen uns hier vorbei. Da vorbei. Alpha 54, erstattet Bericht. Alles sauber. Oh. Jawohl. Los, mach hin. Ich hab keine Zeit. Puh. Das war, ja, schwieriger als es aussah. Ja, dieser Abschnitt ist relativ einfach. Wenn man weiß, was zu tun ist. Man muss nur diesen hier ruhig stellen. Ich habe es auch probiert, ohne ihn ruhig zu stellen, aber es ist sehr schwierig. Der kommt zur lieben Betty rein. Ups. Ein wenig kratzbürstig halt, die Betty. Hier könnte man das sabotieren, dann kriegt man den Beweis da unten, aber auf den Beweis bin ich nicht heiß. Ich will nur ohne Verkleidung durchkommen. Und natürlich ohne jemanden umzubringen. So, jetzt muss man hier warten auf den, weil wenn man ihn mal runterkommen lässt, dann wird es sehr schwierig, ihn wieder loszuwerden. Also am besten hier warten. Alpha 4 erstattet Bericht. Und die Schlüsselkarte schnappen. Wenn er sich umdreht. Ein bisschen schnell, dann geht's auch. Wisst ihr? Der würde nämlich zwischen Stiegen und hier oben rumpendeln. Das ist das Leben sehr erschwert. Ups. Die Taube hätte mich bald verraten, ha? Huh? Wahrscheinlich gerade brünftig. So, ist hier noch was? Ich glaube nicht. Nur ein bisschen Munition. Und eine Aha. Aha, sage ich da. Nehmen wir mal wieder den Hammer in die Hand. Gehen durch die Tür. Beziehungsweise spähen durch die Tür. Ah, meine Sonnenbrillen vergessen. Wow. Nette Fabrik. Jawohl. Feindliches Gebiet. Viel feindlicher wird's nicht mehr, glaube ich. Wir sind schon fast im Arsch von Dexter. Wenn ich das so sagen darf. Was wird eigentlich produziert in Dexter Industries? Irgendwelche Home Defense Anlagen. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Hui! Wow, Mühlrad. Wohl seine eigene Stromversorgung, ha? Huh? Hier telefoniert wieder einer, aber wir wollen da eigentlich gar nicht rein. Wir wollen nur am Fenster vorbei. Ja, das neben dem DSL steht. Diesmal nicht über Prostata, okay, dann weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich stecke sondern über Internetprobleme. Gib mir ein paar Minuten, ich komme so schnell vorbei, wie ich kann.
Experten am Werk. So, jetzt geht's. Da will ich nicht rein, da ist dicke Luft. Da wimmelt's nur so. Und der Aufzug funktioniert ohnehin nicht, soviel ich weiß. Also geht's hier lang. Die Mühle hier erinnert mich irgendwie an Alan Wake. Ah, hier ist die Kante. Wo ein Hitman ist, da ist ein Weg. Zieh's dir einfach an, okay? Oh! Ja, bin gleich da. Oh. Hast du Sektor 2 gecheckt? Moment! Wir müssen wirklich gründlich sein. Wachsam bleiben, wie es damit geht. Ich weiß. Entspann dich. Ich hab alles im Griff. Zieh's dir einfach an, okay? Der da oben bewegt sich nicht vom Fleck. Und ohne Instinkt? Den Sektor kümmert sich Bones. Es ist schwierig, an dem vorbeizukommen. Ja, ich war da. Bräuchte eine Verkleidung. Im letzten Level wäre zwar eine gewesen, in der Hütte. Wir kennen uns aus. Hätte er dazu aber die Sicherheitskarte benötigt. Hätte das Ganze verkompliziert. Wenn wir den ganzen Tag nur die Karte anstarren, werden wir nie fertig. Ja, okay. Du hast recht, okay. Genau, start lieber auf Miss Betty hinter euch. Die hat mehr zu bieten. Ja, das heißt es schnell sein. Von Deckung zu Deckung. Oh, knapp. Da liegt ein Beweis. Dann darüber. Uah. Knapp. So, ab hier ist leichter. Hey, da ist sogar ein Kontrollpunkt. Inmitten der Fledermäuse. Ist da wohl eine Verkleidung? Ich bräuchte dringend eine Verkleidung. Mothman. Prophecies. Wir kommen zu spät zur Einsatzbesprechung. Scheiße. Oh Mann, aber wir können es noch schaffen, oder? Wir müssen es jedenfalls versuchen. Los, den letzten Wirk der Hitman. Draußen bleiben. Ich darf hier nicht hinein. Wenn ich schnell bin, kann ich noch durchschlüpfen. Au, genau die Tür ins Kreuz bekommen. Dabei leide ich ohnehin schon an Bandscheibenproblemen. Wegen der ganzen Schleicherei hier. Mach das mal im wirklichen Leben. Nach 5 Minuten musst du zum Orthopäden, das garantiere ich dir. Ja, das Doofe hier ist halt, ich habe keine Verkleidung und ohne Verkleidung weiß ich nicht, wie ich da an dem vorbeikommen soll. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber ohne Erfolg. Den Chef an der Tür ablenken ist kein Problem, aber das sind ja noch mehr. Viel mehr. Ohne Verkleidung habe ich auch keinen Instinkt. Tja. Der Kuchen ist eine Lüge. Ich denke, es ist vorgesehen, dass man hier die Verkleidung benutzt aus dem letzten Level, die ich dummerweise nicht mitgenommen habe, aus Faulheit. So schwierig wäre an die gar nicht ranzukommen gewesen. Die war einfach in der Hütte. Aber, tja, Pech gehabt. Jetzt muss ich den würgen wie einen Truthahn. Nicht erwürgen. Wichtiger Unterschied. Aber ich brauche leider dein Outfit. Punkteabzug müssen wir in Kauf nehmen. Hier ist nämlich nirgendwo eine Truhe. Nirgendwo. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Ich kann mich sogar im Knien umziehen. Wow. Probier das mal. So, jetzt stehe ich einfach auf und gehe an dem vorbei, als wäre nichts. Was ist hier los? Was ist hier? Nix. Noch nie einen Mann mit Hut gesehen. Oh, noch mehr. Au, ich sitze im Gebüsch. Ja, was ist los? Wir müssen uns unterhalten. Okay, gehen wir eine Runde. Dornenvögeln. Geht eine Runde. Dornenvögeln. Verzieh dich, Mann. Hab's eilig. Der macht sich's bequem. Soll ich dir ein Sofa bringen? Ihm nach. Wer weiß, wie lange die sich unterhalten. Ah. Nein.
Jawohl. Bis 2000 im Minus, Dom. Du musst die Kohle beschaffen. Hey, nach dem Kampf habe ich das Geld. Ich habe zwei Riesen auf Sanchez gesetzt. Tja. Ich glaube, da runter geht's, oder? Schauen wir mal. Ja. Ups. Ich glaube, der fährt noch nicht ohne Strom. Ja, die Stromversorgung. Stimmt. Ich glaube, der Generator ist gleich da oben. Ein bisschen warten wir noch. Ist die Luft rein? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, jetzt geht's. Oh, schnell nix hier raus hier. Ja, Generator anwerfen. Den Aufzug warten. Einsteigen. Und in Betrieb nehmen. Es geht abwärts. Sieht gar nicht recht tief aus. Aha. Wahrscheinlich waren wir vorher so hoch.